Das Budget 2025 ist geprägt von rekordhohen Investitionen und mehr Ausgaben für eine wachsende Stadt. Wir haben aber auch rekordhohe Steuereinnahmen, ein klares Zeichen für die hohe Lebensqualität. Und wir müssen auch dieses Jahr wieder mehr Geld in den kantonalen Finanzausgleich einzahlen. Das Fazit, es resultiert ein Budget von 1,4 Milliarden Franken mit einem Defizit von 28 Millionen.